Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute dreht sich alles um das Angeln mit der Stipprute, und zwar der unberingten Stipprute an einem kleinen Fluss, in dem Fall hier die Ems bei Lingen. Wir haben uns hier einen Gewässerabschnitt ausgesucht, der sehr naturbelassen ist, sehr steile, hohe Ufer, bedingt durch das Hochwasser. Man braucht hier ein paar besondere Utensilien, und ich wollte euch heute einfach mal zeigen, wie man hier auch ohne Futterkorb, was ja im Moment ganz im Kommen ist oder der absolute Hype, alles fischt mit Futterkorb, alles fischt mit Fiederruten. Und wir gehen heute einfach mal auf Friedfisch. Im Idealfall fangen wir noch einen großen Aal an. Und wie wir da vorgehen, das zeige ich euch heute. Wir fischen sowohl mit der Lang-Lang-Rute, das heißt die 7 Meter unberingte Tele-Rute. Wir fischen mit der Kopfrute. Anders wie es sonst üblich ist, verkürzt, aber mit einem trotzdem sehr langen Teil. Das heißt, wir haben hier eine Wassertiefe von 1,50 Meter bis 1,80 Meter, haben trotzdem ein Top 4 Set montiert, also mit sehr, sehr langer Kopfschnur. Ihr seht hier die Pose, und ganz lange kommt gar nichts bis zur Spitze. Wir haben hier Gummis montiert, die auch so einem 2 Kilo Aaland widerstehen können. Darkron Connector. Wir fischen hier mit einer 14er Hauptschnur, einem 12er Vorfach, sehr langen, schlanken Posen zwischen 2 und 5 Gramm. Wir fischen hier eine Punktbebleiung, gefolgt von einer kleinen Kette, Schlaufe, Schlaufe und ein sehr kurzes Vorfach. Haken. Wie ich sagte gerade schon, 12er Vorfach. Hakengröße variiert je nach Köder zwischen 14 und Größe 10. Wir werden verkürzt fischen, leicht über Grund schleifend. Wir werden das Vorfach schleifen lassen. Wir werden tunken. Das Tunken ist meist hier so die Erfolgsmethode auf größere Fische. Ich zeige euch das mal kurz. Hier haben wir ein sehr langes Vorfach, verhältnismäßig langes Vorfach, 70 cm. Wir haben hier einen Schnellwechselwirbel, eine Gummiperle und ein Kugelblei. Das Kugelblei trägt die Pose, ist aber als Laufblei montiert. Und wir haben hier eine sogenannte Tunkpose, wo der Kiel farblich markiert ist, die Antenne auch. Also das ist jetzt eine 6 Gramm Tunkpose, das Kugelblei ist ebenfalls 6 Gramm, und das Besondere bei dieser Angelart, dass die Pose komplett über Wasser steht. Das heißt, die Pose wird komplett aus dem Wasser gefischt, und wenn der Fisch beißt, überträgt sich das meistens schon in die Rute. Das heißt, wenn wir drei Finger unter die Rute legen, sehen oder fühlen wir auch schon den Biss. Das Kugelblei hält den Köder am Grund. Und die Schnur kann schön wunderbar durchlaufen. So, ihr seht, ich halte die Pose hier über der Wasseroberfläche und fühle praktisch mit meinen Fingern an der Rute den Biss. Halte drei Finger einfach unter die Rute. So merkt ihr die Vibration über die Schnur, wenn der Fisch unseren Köder attackiert. Die Pose ist schön über Wasser. Und haltet die Rute genau so, dass gerade das Kugelblei auf dem Boden liegt, die Schnur leicht gestrafft ist und die Pose schön über Wasser steht. Sollte der Kiel unten ausschweifen, rechts, links oder gar schlaff werden, wird das immer mit einem Anschlag beantwortet. Wir haben heute alles probiert. Wir haben leicht schleifen lassen, wir haben Übergrund geangelt. Und der größte Fisch kam heute wirklich beim Tunken mit einem größeren Köder.
und den Biss haben wir eigentlich nur dadurch erkannt, dass die Schnur schlaff wurde. Der Arland von fast 5 Pfund hat einfach unseren Wurm eingesaugt und den Biss konnten wir wunderbar erkennen. Gefüttert wird hier mit der Hand. Wir haben zwar ein Cubbing Kit montiert, ich zeige das hier kurz mal, mit einem relativ großen Topf. Das nehmen wir allerdings nur zum Nachfüttern. Die Vorfütterung geschieht von Hand. Futter sollte sehr, sehr klebrig sein, vorzugsweise mit roten Futterpartikeln, so wie ich das hier noch habe. Eine gute Bindung. Soll sich aber dennoch am Grund auflösen. Kleiner Trick dazu, verwendet etwas Lehm oder Kies mit dem Futter, dass das Futter auch wirklich am Grund liegen bleibt, gerade hier in der Strömung. Wir fischen hauptsächlich an der Strömungskante. Das heißt nicht im Hauptstrom, wir führen nicht in der Strömung, sondern fischen an dieser Kante. Und die Strömungskante ist meist auch eine kleine, ja, Grundkante, steil abfallende Kante. Und an dieser Kante gilt es, unseren Köder praktisch zu halten. Hier seht ihr nochmal unsere Grundmischung, die wir auch als Platschfutter einsetzen, um die Fische aktiv zu halten. Platschfutter bedeutet, man drückt das kurz mit einer Hand an, wirft es auf die Oberfläche und es fängt sofort an, sich zu verteilen und geht dann mit der Strömung mit. Auch hier sehr viel rote Futterpartikel. Ja, ganz wichtig, der Wurm, in dem Fall Dendrobena Mistwurm. Wir haben Maden und Pinkies. In Maismehl gesäubert, ganz wichtig Caster. So variiert dann halt unser Angebot. So, ihr seht, wir sitzen hier an einem sehr hohen, steilen Ufer. Das bedeutet, wenn wir von der Station aus angeln, brauchen wir einen sehr langen Setzkescher. Also ich habe jetzt hier einen von 5 Meter. Ebenso der Kescherstock ist ebenfalls 5 Meter. Ja, das ist aber auch der einzige Nachteil, den man hat. Sonst, also mir ist hier schon alles passiert. Ich habe richtig große Aalande gefangen, ich habe dicke Döbel gefangen, ich habe sogar schon mal einen Lachs gehakt. Und das alles auf der Kopfrute mit einer 14er Hauptschnur und einem 12er Vorfach. Es ist einfach fantastisch und macht riesen Spaß. Und ich finde, es gibt nichts Schöneres, als eine Pose zu beobachten, wenn sie abtaucht. Das ist meine Angelei. Ich stehe nicht so auf irgendwelche Zitterspitzen, Fiederspitzen zu beobachten. Und wenn sich dann wirklich eine Stunde nichts tut, verliere ich auch schnell die Lust daran.
Deshalb wollte ich euch heute ganz einfach mal zeigen, wie man es anders machen kann. Und ich freue mich, dass ihr zugeschaut habt. Vielen Dank.